Luftfeuchtigkeit im Tresor. Ein gängiges Problem oder auch nicht? Einer meiner Abonnenten, MS Kommando, hat mich gebeten, mal ein Video über das Thema Luftfeuchtigkeit im Tresor zu machen. Ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, ich persönlich habe dieses Problem nicht, hatte es noch nie. Keine Ahnung warum, ist einfach so. Auf dem Markt gibt es verschiedene Luftentfeuchter extra für Waffenschränke. Das sind so kleine Gebilde, die stellt man rein, die saugen die Luftfeuchtigkeit auf und dann kann man sie irgendwann mal rausnehmen, kann sie trocknen lassen und wieder reinstellen. Denke ich mir jedenfalls. Wie gesagt, ich nutze sowas eigentlich nicht. Und in den jetzt knapp 10 Jahren, in denen ich diesen Skisport betreibe, hatte ich noch nie dieses Problem. Ein Ergebnis von Luftfeuchte im Tresor ist aber, dass natürlich eine Waffe anfängt, Flugrost zu setzen. Und das ist natürlich sehr, sehr unschön und mindert natürlich den Wert einer Waffe. Wie kann man das aber verhindern? Ich könnte jetzt natürlich sagen, wie ich auch bei dem Video, wo ich darum gebeten wurde, getan habe: Hey, mach den Schrank öfter mal auf und hol das Spielzeug raus. Regel Nummer 1. Regel Nummer 2, würde ich ganz ehrlich sagen, ist: Natürlich kann man sich diese Luftentfeuchter in den Tresor reinstellen. Es gibt extra welche für Tresore. Es gibt diese Mellerud-Dinger, die über ein Granulat funktionieren, die halt die Luftfeuchtigkeit aufsaugen. Hat aber immer den Nachteil bei sowas, dass halt unten die Feuchtigkeit natürlich in einem Becken aufgefangen wird, bei den Mellerud-Dingern zum Beispiel. Und damit das Wasser eigentlich im Tresor bleibt. Ist natürlich da ein bisschen ungünstig. Meine bevorzugte Methode, und ich glaube, das ist wahrscheinlich die sicherste Methode, ist nach dem Schießen die Waffe mal kurz mit einem Boresnake durchziehen. Wer nicht weiß, was das ist, wie das geht. Hier oben habt ihr kurze Tab, da könnt ihr auf das letzte Video die Mini-How-To draufklicken, da seht ihr, wie es funktioniert. Und dann die Waffe oberflächlich, wenn man zu Hause ist, mit dem Waffenöl der Wahl, zum Beispiel Ballistol, Brunox, was auch immer, komplett von außen einsprühen und dann kurz einwirken lassen. Und leicht abwischen. Nicht trocken reiben, einfach nur abwischen, damit ein Ölfilm auf der Waffe bleibt. Ich persönlich habe hier so viele Reinigungslumpen, die mittlerweile durchtränkt sind mit Öl, dass ich das auf diese Tour gar nicht mehr machen muss. Ich nehme einfach den Lappen und wische einfach drüber. Und dann hat sich schon ein leichter Ölfilm auf der Oberfläche der Waffe gebildet. Und damit wird auch Feuchtigkeit natürlich von der Waffe ferngehalten. Es wird verdrängt. Ja, das ist in meinen Augen die sicherste und beste Methode. Wer seine Waffen jetzt Wochen oder Monate lang unberührt im Schrank liegen lässt, hey, sorry, ab und an mal sollte man sie rausnehmen, zumindest mal angucken, befummeln und mal kurz abwischen. Ein zweiter Aspekt ist, und das ist, glaube ich, viel gefährlicher, das ist das Thema Fingerschweiß, Körperschweiß. Gerade bei den Stainless-Steel-Varianten, wenn dort irgendwo Fingerabdrücke drauf sind, dort drunter bildet sich Flugrost. Das hat man immer wieder. Deswegen ist es so wichtig. Waffe kurz abwischen und dann, ohne das Metall zu berühren, in den Tresor zurücklegen. Das sind meine persönlichen Tipps, wo ich denke, diese sollten eigentlich das Problem durchaus lösen. Dabei spielt es keine Rolle, ob das eine Lang- oder eine Kurzwaffe ist. Aber dennoch bleibe ich bei der Meinung, die beste Methode, Rost zu verhindern, ist: Hey, nehmt eure Kanonen und geht schießen. Dann haben sie gar keine Zeit, Flugrost anzusetzen. Dafür sind sie da, Leute. Geht raus und habt Spaß damit. Wollt ihr mehr hiervon sehen? Wollt ihr mehr von mir sehen? Mehr von meinen Videos? Gefallen euch meine Videos? Hey, geile Sache. Ich mache weiter, das bleibt außer Frage. Aber ihr müsst mich auch ein bisschen unterstützen. Das heißt, abonniert bitte meinen Kanal, liked meine Videos. Verteilt meine Videos. Nehmt die Videos, postet sie in die Foren, postet sie auf Facebook und in sonstigen sozialen Medien. Nur dann finden meine Videos auch größeren Anklang und werden auch verbreitet. Und wenn ihr mich persönlich ein bisschen unterstützen wollt, dass ich den YouTube-Kanal ausbauen kann, hey, da unten Patreon, PayPal oder die Affiliate-Links, wie ihr es möchtet. Damit könnt ihr mich auch ein ganz klein wenig finanziell unterstützen, damit ich meine Ausrüstung auch ein bisschen verbessern kann, um euch weitere Videos in besserer Qualität liefern zu können. Wir sehen uns.